lieber uns ein Glas Wasser trinken. Verseuchtes Wasser. So humorvoll lädt uns Claudia Syndikus heute ein. Vielleicht Galgenhumor, aber den haben die Mechaniker nicht verloren in den letzten 24 Stunden. Hier in ihrer Küche, da ist heute erstmal Notfallprogramm angesagt. Wasser abkochen und reduzierter Speiseplan. Eine Dose Eier-Ravioli. Warum? Ja, brauche ich nicht zu kochen. Und die braucht kein Wasser. Dosen-Ravioli und eilig gekaufte Sixpack gegen das Wasserproblem, das mit viel Blaulicht und Feuerwehrdurchsagen gestern Abend seinen Anfang nimmt. Eine deutliche Warnung und ein Großeinsatz rund um die Mechernicher Kaserne. Dort, wo das Wasser für die Kaserne und viele Mechernicher Stadtteile durchläuft. Hier finden Soldaten gestern Abend eine Öffnung im Zaun und fragen sich, war jemand hier? War jemand am Wassersystem? Die Warnung erreicht die Menschen und die Mechernicher stürmen bis tief in die Nacht in die Supermärkte, die teilweise spontan länger aufhaben. Als Mechernich dann heute erwacht, ist ihr Wasser immer noch kein Trinkwasser. Nicht nur am Brunnen vom Rathaus. Auch in dieser Kita ist Händewaschen auf mechernicher Art angesagt. Es ist schon gewöhnungsbedürftig, wenn man dazu neigt, automatisch immer ans Waschbecken zu greifen und das Wasser da anzumachen. Aber wenn man das so 2-3 Mal am Tag schon gemacht hat, dann läuft das. Die Entwarnung, die kommt scheibchenweise. Keine chemischen Stoffe im Wasser, sagt der Bürgermeister am Morgen. Bei dem Lebensmittel Nummer 1, bei Trinkwasser, muss man da sehr vorsichtig sein. Aber ich bin auch sehr froh, das können Sie mir glauben, dass wir jetzt, sage ich mal, zum großen Teil Entwarnung geben können. Auch für biologische Stoffe im Wasser mittlerweile weitestgehend Entwarnung. Abgekocht werden soll aber noch weiter. Und dann noch das. Tierspuren werden offenbar rund um die Öffnung am Bundeswehrzaun gefunden. Also alles Fehlalarm? Vielleicht. Im Rathaus jedenfalls keine Krisenstäbe mehr. Und vorm Rathaus kann wieder geheiratet werden. Auch wenn Natascha und Andreas, die im Nachbarort wohnen, gestern erstmal gebibbert haben. Wenn das jetzt noch kommt, na Halleluja, wie wird dann die Hochzeit natürlich, ne? Wenn man sich nicht waschen kann, gar nichts. Und ja, aber Gott sei Dank stand unser Ort nicht mit drauf. Habe ich gesagt, okay, ist super, ne, von da ab. Genau. Ein bisschen Alltag ist wieder zurück. Auch wenn der mechanische Notfall, der jetzt offenbar keiner mehr ist, eines erzählt. Wie schnell ein kleiner Ort ungewollt im Mittelpunkt steht. Ja, wie sagt man, da wünschen wir eine sauber lange Ehe. Wir gehen nochmal live nach Mechernich zu unserem Kollegen Jochen Hilgers. Vorsichtige Entwarnung gab es ja heute. Jochen, glaubt man wirklich, ein Tier könnte diese ganze Aufregung verursacht haben? Ja, das ist sehr gut möglich. Es gab schon heute Mittag eine Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde in Euskirchen, die genau auf diese Spur hinwies. Und da hieß es vor allen Dingen auch, dass dieses Loch im Zaun wohl relativ alt gewesen ist. Das ist also gar keine aktuelle Geschichte gewesen ist, dass man wahrscheinlich jetzt auch erstmal nachgeguckt hatte nach den Ereignissen in Gallenkirchen und in Köln-Wahn und dann festgestellt hat, oh, bei diesem Gelände ist auch etwas passiert. Die Bevölkerung war heute Nachmittag nicht ganz so amüsiert über alles. Natürlich ist es klar, dass Vorsicht gewaltet werden muss und dass man auch die Bevölkerung warnen muss. Aber jetzt, wo sich die ganze Situation als vielleicht nicht ganz so dramatisch herausstellt, da wird die Bevölkerung ziemlich im Stich gelassen. Heute Morgen, so erzählten mir einige Bürgerinnen und Bürger, fuhren hier noch Lautsprecherwagen durch die Gemeinde, durch die Stadt und haben entsprechende Hinweise gegeben. Das riss aber danach ab und es ist auch genau das, was wir Journalistinnen und Journalisten hier vor Ort erlebt haben. Um 14 Uhr wurde das Rathaus abgeschlossen und danach gab es auch überhaupt keinerlei Informationen mehr. Es gab weder von der Stadt noch vom Kreis noch von der Kreispolizeibehörde in Euskirchen irgendeine neue Information. Einfach der Verweis, im Laufe des Wochenendes oder am Montag würde es Neuigkeiten geben. Das reicht den Menschen hier nicht. Es wurde die große Welle gemacht, das wurde gesagt, wahrscheinlich auch zu Recht, dass man gewarnt hat. Aber dann soll doch eigentlich auch die Aufklärung, die Entwarnung, ja, und die wirkliche Informierung, was geschehen ist, dann erfolgen. Das fordern hier die Menschen in Mechernich und Umgebung doch deutlich ein. Und ich würde mich als Journalist da durchaus anschließen. Ich habe wirklich den ganzen Nachmittag versucht, Informationen zu bekommen. Es ist mir nicht gelungen. Der Einzige, der mich zurückgerufen hatte, das war der zweite Bürgermeister hier in Mechernich. Und der hat mir gesagt, es täte ihm
ihm wahnsinnig leid. Er sei lediglich für Repräsentationsaufgaben zuständig. Er hätte überhaupt keine Information aus dem Krisenstab oder von wem auch immer. Und das sagt eigentlich alles. Unfassbar. Ganz lieben Dank, absolut, für diese Information live aus Mechernich, unser Kollege Jochen Hilgers. Vielen Dank.